Bruder, ich hab da was. Und vielleicht macht das 100 oder 1000 X. Wer weiß. Das war schon mal hier bei 20 Dollar, dann wiederum auf 50 Dollar hoch und dann gab es einen Absturz. Aber News, 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 es kommt was auf uns zu. Total heiß, total spekulativ und keine Kaufberatung, keine Kaufempfehlung. Wer mir schon nicht glaubt, soll sich das Projekt mal selber anschauen. Sun Token. Link dazu in der Beschreibung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, und nachdem die geldgeilen Pissnelken, die nicht mal das Video bis zu Ende schauen, jetzt auf den Link geklickt haben und sich verpisst haben, kommen wir zu dem richtigen Projekt. Sollen sie sich mal ficken an meiner Räume, ey. Sollen sie ihr Geld da reinstecken, wo normalerweise Erdnusssoße rauskommt. Weil ich dunkle, ey. Nee, aber es gibt echt so Leute, die gucken sich irgendwie ein TikTok an. Die gucken sich irgendwie nicht mal ein ganzes Fick TikTok an. So, ich sehe das ja an meinen Statistiken bei den Videos, ob das jetzt TikTok ist oder ob YouTube. Die meisten Leute schauen sich nicht mal meine verfickten Videos zu Ende. Und dann schreiben sie in den Kommentaren, alles Muppelkuss, ich habe Geld verloren. Passt, ey. Schalte doch mal dein Gehirn ein und recherchiere mal selber, anstatt einem verlausten, vollbärtigen Idioten, ja, der hier seit ein paar Jahren Menschen im Internet beleidigt. Nein, stopp, ich beleidige niemanden. Ich führe teilweise Selbstgespräche und nutze Schimpfwörter, indem ich eine bestimmte Art zu kommunizieren versuche. Das ist auch Bullshit, eine bestimmte Art zu kommunizieren. Was ist das für ein Deutsch? Aber was erwartet ihr von einem Batschacken? Ich bin ja nicht hier geboren. Ich bin ja nicht von hier. So wie es mal meine Schwiegermutter gesagt hat. Roman, du bist ja nicht von hier. Don't say Sherlock. Ich mag meine Schwiegermutter. Beste Schwiegermutter. Egal, komm zurück. Laber, palaber. Schon 2 Minuten. Um was geht's denn? Everdome, Mann. Warum, weshalb, wieso? Einige von euch haben das vielleicht vor einem Jahr mitbekommen. Everdome ist richtig raketenhaft gestartet. Hatte hier 8 Cent gehabt. Ja, jetzt sind wir bei einem Zehntel Cent. Jetzt natürlich die Frage: Ja, das Ding ist ja hier abgeschmiert um 98%, 98,93. Das ist ja ein Totalverlust. Denkst du? Ey, ganz ehrlich, ich gucke mir deren Projekt an. Kennen wir, Metaverse. Gab es vor einem Jahr, 2 Jahren riesengroßen Hype um das Thema Metaverse. Die machen das alles mit Unreal Engine. Hier kannst du im Metaverse rumlaufen, hier kannst du Land, hier hast du NFTs. Kannst du deren Beta jetzt spielen? Ja. Gibt es hier 3 NFTs, du brauchst halt aber eins von den beiden, um die Beta zu spielen. Was kosten die NFTs? Ja, kriegst du jetzt irgendwie für knapp 160 Dollar? Braucht man's? Weiß ich nicht. Hätte ich gesagt, naja, fuck it, Mann. Wer braucht schon das zigtausendste Metaverse? Haben wir nicht genug Metaverse? Anscheinend nicht. Forbes Middle East berichtet darüber, ich lese das mal vor, Dubai Metaverse Startup Everdome Secure 60 Millionen und STC Subsidiary Taval Acquiring Three Tower Firms for 1,3 Billionen on the Daily Brief. Wie ist Ramia Frage? Who the fuck ist Ramia Frage? Das sind natürlich alle Leute, die folgende Senior Producer und Presenter. Forbes Mena. Fuck it. Ey, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwelche Jungs in Dubai buttern jetzt in das Projekt 60 Millionen rein. Ich weiß nicht, in was. Bestimmt nicht in den Preis. Aber vielleicht in die Infrastruktur, vielleicht in das Projekt. Ich weiß auch nicht, was man mit 60 Millionen Euro programmieren kann. Bestimmt gut Holz. Bestimmt. Wenn ich mir angucke, wie konventionelle Spieleprogrammierung funktioniert, da kann man mit 60 Millionen schon einiges machen.
Wenn ich mir angucke, dass deren Community, ob das jetzt auf Twitter oder Telegram, bemüht ist, hier das Projekt zu supporten und da kommt auch schon bei was rum, dann relativiert sich die Tatsache, was die entwickeln, zu deren Preis. Und vielleicht sind da auch ein paar fette Gains mit drin. Ob das jetzt technisch gut ist, ob das jetzt die Welt besser macht, das Projekt, weiß ich nicht. Wenn aber vor 6 Tagen hier die Nachricht von Forbes Middle East rauskommt, dass da irgendjemand 60 Millionen reinbuttert und der Kurs in den 14 Tagen eher schlecht alles recht gelaufen ist, stellt sich natürlich die Frage, wie spekulativ die ganze Scheiße ist, wenn man da ein bisschen Geld reinbuttert. Aber wir sind Optimisten, denn wir befinden uns in einem Bärenmarkt. Es ist eh alles am Arsch, abgesehen von Pepe, den für mich bis jetzt die größte Verarsche, die in den letzten Monat gelaufen ist. Wirklich, ohne Mist. Und wenn man sich genau die Blockchain-Daten anguckt, die Leute, die dumpen, haben niemals Coins gekauft oder waren wirklich ganz am Anfang mit dabei. Also ganz, ganz, also ich reg mich immer so über diese ganzen Shitcoiner auf, ja, die jetzt hier diese ganzen deutschen Shitcoin-Communities, die da alle 2 Wochen ihre 50k Market Cap Tokens rausbringen, um keine Ahnung, um sich das eigene Klopapier zu finanzieren. Also jetzt mal im Ernst, ja. Also was die deutsche Shitcoin-Community auf die Beine stellt, also das ist das Schlimme dabei ist bei der ganzen Shitcoin-Community, wenn du deine Leute, die dir folgen, die dir vertrauen, immer wieder abziehst, erstens, die vertrauen dir nicht mehr, du brauchst immer wieder neuen Aufmacher und zweitens, sie verlieren ihr Geld. Jetzt denkst du dir so, ja, aber ich habe das Geld, ja, aber du bist ja auch ein dummer Affe. Wenn man dir einen Hammer gibt oder eine Banane, nimmst du die Banane und steckst sie dir hinten rein. Mit dem Hammer kannst du ja nichts anfangen. Und ich bin davon überzeugt, dass ehrliche Arbeit sich wehrt. Und wenn man wirklich ernsthaft daran bemüht ist, das mit Menschen Wissen auszutauschen, damit jeder, wie auch immer geartet, erfolgreicher wird in dem ganzen Kryptobereich. Umso größer ist die Community und umso mehr kann man bewegen. Und das sieht man sehr schön bei CryptoSpaceFleet und das sieht man sehr schön bei Inuko. Das ist so mein Wirkungsbereich. Und jetzt kommen diese ganzen Pisser und sagen, ja, aber das ist kein Ethereum. Und genau in solchen Momenten muss ich an American History X denken. Egal, komm, guck dir Everdome und sag Bescheid. Lass dich von diesem beschissenen Link, den ich in das Video reingebaut habe, nicht verwirren. Ist ja eh egal. Jetzt stellt sich natürlich wieder jetzt diese Frage für diejenigen, die bis hierhin geschaut haben, aber das allererste Video, also wirklich, wenn du noch nie ein Video von mir angeschaut hast und wirklich hierhin angekommen bist, hier in diesem Moment, ja, ey, lass einen Kommi da. Lass einen Kommi da. Kuss auf die Nuss, Mann. Wir verstehen uns. Für alle anderen. Nüchtert euch noch aus. Morgen ist 2. Mai. Muss man schaffen gehen. Es sei denn, du bist schlau und hast Urlaub genommen. Es sei denn, du bist extra schlau und bist schon seit ein paar Jahren in Krypto drin. Da kannst du morgen weitermachen. Dabei. Ficken, soll ich 10 Minuten volllaufen? Lass, lass. Ach.